So. Wir müssen uns gerade Lager aus, falls für die es nicht mitgekriegt haben. Ich baue das Lager gerade, mehr oder weniger. Das wird nachher dreistöckig. Und überall, wo er das kommt eine Kiste hin, im Grunde genommen. Hey, Green! Ja? Fang. Du hast mich nicht verfehlt. Ich finde toll, wie du zuschaust. Ja, ich auch. Motiviert echt. Gut. Man merkt, wie viel meine Singleplayer am Herz liegt. Ja. Wolltest du wieder unter mir bauen oder wo wolltest du bauen? Ja, warum nicht? Was spricht dagegen? Naja, okay, du schnarchst ziemlich, aber. Und meine Partys sind auch nicht gerade die ruhigsten, aber naja. Du kannst damit leben, oder? Ja. Ich gehe mal raus ein bisschen Dings holen, ne? Bisschen Slime farmen, weil. Oh, Gel zumindest. Ich bin auch neue Fackeln. Ich hab noch 15 Stück. Ja? Ja. Wir brauchen eine Fackel. Jetzt muss ich sagen, das finde ich im Gegensatz zu Minecraft gar nicht mehr so schlecht eigentlich, weißt du? Weil bei Minecraft brauchst du für eine Dings immer Kohle, ne? Hm. Wenn du Kohle haben willst, musst du entweder Holz opfern, was du ja auch brauchst, ne? Logisch. Das ist ziemlich viel. Und du musst immer Dings opfern. Also wenn du Charcoal kriegst zum Beispiel, ne? Wenn du Dings haben willst, wenn du andere sonst die richtige Kohle nehmen willst, musst du irgendwie Kohle finden. Und die ist auch im Gegensatz zu dem, was Terraria so hast, an Gel finden kannst, eher selten. Mhm. Weißt du? Ein wenig, ja. Apropos Terraria und Minecraft. Also es wird immer so schön gesagt, dass. Ich weiß nicht, es wird immer viel gesagt, dass Terraria Minecraft abklatscht ist und so weiter ist. Ich finde das nicht so, ehrlich gesagt. Es wird ja auch gesagt, dass Terraria langweilig sei. Finde ich nicht. Aber ganz ehrlich, für mich ist es ein eigenständiges Spiel. Es hat Ähnlichkeiten zu Minecraft, aber na und? Oder ist jetzt etwa Halo ein Abklatsch von Metroid? Immer. Weil wir ihn auch verglichen, aber wird nicht gesagt, dass es ein Abklatsch ist. Und ich glaube, jetzt habe ich gerade viele Hater auf mich gezogen. Wegen Halo und sowas. Aber ganz ehrlich. Halo ist ein geiles Spiel. Und es ist ein eigenständiges Spiel, hat nichts mit Metroid zu tun. Obwohl die sich vom Stil gar immer so unterschiedlich sind. Wenn ich jetzt falsch liege, könnt ihr mich gerne haten. Ich hab ihn, mich, nicht mich. Ja, ich bin mich. Ich habe Halo nämlich nicht gespielt. Hast du Halo gespielt mal? Ja. Ja? Aber ja. Ähnelt sich ein bisschen mit Metroid Prime, ne? Oder? Ich hab noch nie. Ich hab nur Halo gezockt. Also ich hab selber mit Metroid Prime gezockt, also muss ich ehrlich zugeben. Alle Teile übrigens, also auch, ne? Ich wollte Halo mal spielen, ehrlich gesagt. Ich wollte es mal aufsehen. Ist recht nice. Aber ich bin nie dazu gekommen, ehrlich gesagt. Weil wegen Unterschiede. Unterschiedliche Probleme sind mir gekommen. Ich will jetzt keine Xbox und so weiter, so. Ey, sitzt da. Pack dir einen Slime rum. Er hat keine Xbox, was ein Noob. Hast du eine? Nein. Noob? Ja, anwesend. Alter, ich brauch vernünftig gespielt erstmal gleich, ey. Guck mal, wie schade ich noch wegen so einem beschissenen Slime nur, ey. Ich bin super Noob und geliebter Nerd. Okay, ich werde heute Nacht nicht mehr zurückkommen. Hier ist Eisen an der Oberfläche. Das ist schön. Ja, ne? Naja, hast du schon Eisen gefunden? Nö. Okay. Du wirst es nicht glauben, ich habe Holz gefunden. Wow. Wo das? Warst du schon bei einem Boss oder sowas? Was du gemacht? Das finde ich übrigens auch gut an Terraria. Terraria Bosse richtig, vernünftig. Ja. Terraria hat jetzt, Terraria, Minecraft hat gerade 2 erst, ne? Mit dem letzten Update ist ja mit Snapshot, ne? Ist jetzt der Ding dazu gekommen, der Wither, aber sonst. Ich muss sagen, Minecraft ist natürlich auch nicht so viel mit Dings, mit Gegner eigentlich eher gedacht, sondern eher die Sandbox-Game, aber wenn, dann wird schon vernünftig, oder nicht? Das haben wir mit Wither gut gemacht, muss ich sagen. Also erstmal, dass du ihn nur beschwören kannst, ne? Einmal, dass der auch was bringt, also, dass er eine Trophäe hat, mehr oder weniger. Ender Dragon bringt, was bringt das Ender Dragon? Ein Ender Eye, Quatsch. Dragon Egg, was macht das nicht? Tja. Oder?
Vielleicht kommt ja irgendwann nochmal eine nützliche Wirkung dafür. Ja, ich meine, nichts hat nichts, hat keine Wirkung, ne? Nope. In der Dragon Egg, genau. Könnten ja einfach aus diesem Dragon Egg irgendwie so einen Unverwundbarkeitstrank basteln oder sowas. Ja. Dafür gibt's halt jetzt diese, der Nether Star, der Dings Drop, hat eine Wirkung für das Siege. Und damit kannst du den Beacon Block nämlich bauen. Sowas finde ich gut. Oh. Weißt du? Beacon Block. Yep, kennst du den? Ja, sag mir was. Das ist dieser Buff Block. Wenn du den auf eine Pyramide setzt aus Storage Blöcken, sprich aus Emerald oder so ein Scheiß, ne? Mhm. Dann kriegst du Dings von dem Siege. Kriegst du, wenn du in der Nähe bist, kriegst du Buffs. Alter, wie ist gerade buggt bei mir gerade, kurz geleckt hat, ey. Ich hab hier voll. Ich hab 4 Slimes oder so einen Scheiß auf dem Hacken, ey. Aber wird blau auf Wasser irgendwie schneller oder so? Ja, ist wieder. Alter, versuch mal hier Slimes kaputt zu machen, wenn du nur eine Blowpipe hast, ey. Dann bist du verloren. Kennst du? Ja, Blowpipes sind scheiße. Ich nutz auch kannst nicht gerne. Kannst du nur blasen. Ich nutze nicht gerne Blowpipes, ehrlich gesagt. Ich bin eher wieder der traditionelle Archer-Type, weißt du? Mhm. Eher mit Bögen und nachher mit Dings, mit Pistolen viel arbeitet. Oh, das spätere Clockwork Assault Rifle. Mhm. Oh ja, das ist eine geile Waffe, ne? Mhm. Ich finde Dings viel besser. Also nachher im Spiel die Phoenix. Der Phoenix Blaster, der finde ich geil. Ich bin sowieso eher der Typ, der auf Handgun steht und eher als irgendwelche anderen Waffen. Eine andere Pistolen, weißt du? Mhm. Sowas wie. Ich bin zwar beeindruckt von sowas wie Dings, sowas wie schon ein bisschen beeindruckt, was für eine psychologische Wirkung so Shotgun oder sowas hat, ne? Aber ich muss sagen, ich finde Dings besser, ehrlich gesagt, Handguns. Das ist irgendwie cooler, hat einen bestimmten Effekt einfach, ne? Ja. Was für ein Charakter ist für ein Charakter, ne? Was würdest du besser finden, wenn er irgendwie richtig mit was weiß ich was, Handguns, ne? So Beretta oder sowas, ne? Rumläuft und rumknallt, oder wenn er eine Shotgun hat und alles auf kurz klein macht? Ich finde immer sowas wie eine Schrotflinte, sowas muss man, wenn man so einen Film oder was macht, muss man in bestimmten Momenten einsetzen und nicht immer. Weil Charaktere, die über. Ist das ein übermächtiger Charakter, mehr oder weniger, ne? Buh. Was denn? Übermächtiger Charakter. Ja, so ist scheiße, ne? Ich kann mich da ausglauben, im übermächtigen Charakter. Ich hab selber einen erschaffen, mehr oder weniger. Angeber. Übermächtigen. Ich hab ihn erschaffen, aber er ist nicht übermächtig, obwohl er es sein könnte. Also, ich hab damals mich zurückhalten müssen, für mich. So Sachen, ne? Ja, große Macht, voll große Verantwortung. Ich hab's doch gut Kränen gekriegt, oder? Was meinst du? Weil du kennst ja ein bisschen auch jetzt, ne? Ein bisschen. Oder der Angst vor seinen eigenen Fähigkeiten hat, das finde ich. Das sowas sollte schon sein. Wenn man sowas wie einen übermächtigen Charakter erstellen will, sollte man schon sowas einfügen, das ihn blockt, mehr oder weniger. Das nicht übermächtig macht. Weil keiner will irgendwas sehen, wo einer übermächtig ist, ganz ehrlich. Wie gesagt, auf große Macht, voll große Verantwortung. Oh ja. Ich kenn sowas, ich bin ein Superheld. Aus Hobby. Was ist deine Fähigkeit? Schlafen. Wow, wie besiegst du Gegner? Mit jeder Menge Ausdauer. Extra? Ja. Weil ich euch gefunden hab? Ne? Oh nein, der Hase! Entschuldigung, Hase. Extra, ich hab einen Dschungel gefunden. Dann würde ich zurückkommen an deiner Stelle. Aha. Vielleicht. Ich will ein bisschen noch rumgehen erstmal. Pass nur auf die Fanghaken auf. Ja, die Fledermäuse und so weiter, ne? Ja. Ich glaube, ich ziemlich fertig machen gerade hier. Die erste Fledermaus. Weißt du, was ich auch noch toll finde? Es wird gerade Nacht. Also, aha, ich bin tot. Ja, sehe ich. Du bist tot. Ja, ich bin tot. Darf ich dir einen Tipp geben? Du bist tot. Ich weiß. Weil diese Shorts sind scheiße. Oder? Ja. Ich hab mittlerweile schon ein normales. Ne, ich hab nicht mehr gemacht, ich bin da so groß gegangen. Ich komm nach Hause. Bin da, wenn noch. Niemand. Oh, Baby. Oh. Ich weiß nicht, ich hab die Serie eigentlich gehasst, aber naja. Ich hab's immer jedes Mal geguckt, wenn ich nach Hause kam.
ich hab das abends immer FIFAs. Die Dinos. Oh. Irgendwie, keine Ahnung, irgendwie schrecklich, aber irgendwie, keine Ahnung. Ganz ehrlich. Ich hab's manchmal mal geguckt, weil es gerade fertig, weil ich abends essen wollte oder so, weißt du? Mhm. Ich fand das Baby am besten. Verrecke! Ich hab übrigens Eisen, soll ich uns links bauen? Ein Iron Anvil? Ja, unbedingt. Hab ich. Da können wir 20 Schwerter drauf machen, ne? Und ich mach mal Kupferbogen, wenn du dagegen hast, ne? In der Tat, mach das ruhig. Wir haben 14 Kupfer, welches 7 Verbrauch haben nur 7 übrig. Nein! Grundbegriffe Mathematik kann ich dann auch noch. Wirklich? Nein. Da ich auch schon Pfeile hab. Pass auf, dass du nicht stirbst. Alter, ich hab den Zombie erstmal auf, ey. Trottel. Wäre sehr schade. Ich will mal 50 Schwert einmal machen hier. Wo ist die Schwert denn? Da unten, ne? Kupfer-Sword. Boden-Sword will ich haben erstmal. Müssen wir Dings haben, müssen wir mehr Zeug haben alles. So, ich pack mal das Kupfer und sowas rein, ne? Eine Kiste. Tue er das. Du musst nicht so hübsch zu mir sein. Bin ich nicht. Glaub mir. Ich bin übrigens jetzt gerade mal dabei, ich werde unserem Guide mal ein neues Zuhause schenken. Oh, willst du jetzt schon links bauen oder was? Jetzt schon NPC aus oder was? Naja, provisorisch, damit er nicht ständig abkratzt, weil das wird ziemlich nervig für den Chat. Findest du? Ja. Belassen wir es erstmal bei den zwei fliegenden Balken da. Die wird schon keiner stören. Willst du Türen haben? Ja, warum nicht? Tja, blöder Zombie, ich brauch die Tür nicht nutzen. Nicht aufmachen! Haxen sind sie klein. Leg ich was zu essen. Oh. Verkackt. Gar nicht wahr. Ich hab keine Beweise, Autos Let's Play. Schneid es einfach raus, ne? Ja, genau. Da ist mir gerade die Aufnahme kurz abgekackt, zufällig. Na klar. Tja, wollen wir jetzt die Nacht ausharren oder was? Das könnten wir in der Tat tun. Oder wir bauen uns schon mal. Können unsere Räume schon mal ausheben, oder? Ja, das ist doch meine schöne Idee. Wollen wir schon mal die Räume im Haus. Gehst du da unten wieder oder wie hast du das vor? Ja. Ich höre einen Stern. Da ist einer oben. Ich sehe einen. Ich auch. So in meinem Bildchen noch. Oh, das ist was Seltenes. Epic Crap. Was? Nix. Überhaupt gar nichts. Du. So. Mhm. Ach mal ja. Schon, mal schauen, wie lange es dauert, bis wir Dings kriegen. Erstmal Blood Moon. Weil jetzt mal ziemlich lange dauert, ne? Mhm. Es hat noch einige Zeit gedauert. Aha. Hat mir schon fast Hardmodus, ne? In der Tat.